Jetzt liegen Eier drin. Ha. Also ich bin jetzt unten in die Stadt gegangen, hab Sandwiches gekauft und... Da ist noch ein Ei. Oh, noch ein Ei. Und noch ein Ei. Ey, Alter, das waren 5 Minuten oder so. Wie krass ist das denn? Alter, was geht hier ab gerade? Jetzt ist leer. Das ist natürlich für die Shiny Hunter perfekt, weil die halt quasi so sehr, sehr schnell an Eier kommen. Für mich eher, naja. Man macht das jetzt mal, weil ich jetzt 3 Stück brauche. Ich weiß nämlich gar nicht, welches Ei hier welches ist. Ich weiß nur, ich habe 3 Pokémon-Eiern, die ich brauche. Florges hatte ja eine Erstentwicklung. Und die habe ich natürlich nicht. Und vielleicht haben wir ja Glück und irgendein Ei ist halt was Schönes, Glitzerndes. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, Barschuft. Vom Level her sind die, glaube ich, perfekt für dich hier gerade in einem Kreis. Dann können wir nämlich hier ein bisschen auf die einprügeln. Ich habe den einen Barschuft besiegen lassen im Dingens. Wie heißt es dann? Beim Rausschicken, da beim Losschicken. Ist natürlich die Frage, ob das auch zählt. Wir berechnen einfach mal jetzt los mit denen hier, was hier los ist. Und schauen, was passiert. Ich habe mal wieder nicht geguckt, wie viel Schaden wir gekriegt haben. Da unten ist die Stadt, da habe ich das Rezept gekauft. Das gibt es aber in jeder Stadt. Also, immer erst entweder selbst ein Rezept machen oder ein Rezept unten kaufen. Dann hinstellen. Manche machen es eine halbe Stunde, dann kriegen sie bis zu 90 Eier, glaube ich, war es, glaube ich, maximal. So, Tauros will auch Ärger. Wir haben, glaube ich, in der Edition hier Wasser. Die anderen haben Feuer. Feuer ist geil. ...247 Schaden. Ist natürlich jetzt die Frage... Muss ich genau 247 jetzt haben oder reicht es, wenn ich, keine Ahnung, 250 am Ende habe oder so? Keine Ahnung, ne? Ich weiß nur, dass der Tauros gerade ein bisschen viel Schaden macht und mich aufregt. Die Frage ist halt, reicht es so, wie ich es mir gerade vornehme, oder habe ich das falsche System? Ne, ich will jetzt nicht unbedingt gegen den Taurus da kämpfen, weil der hat mir eben gerade mehr Schaden gemacht, als ich mir lieb war. Andererseits hat er natürlich auch mehr EP gebracht. Aber mein Bodycheck geht natürlich langsam dem Ende zu.
Deswegen Geronimo! Und go. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich hätte auch hier ein Schoko-Minz-Eis kaufen können und hätte die Stahl-Eierkraft erhöhen können. Ernsthaft? Und ich habe die ganze Zeit Paella gegessen. Alles Blue Ball außer die Mitte. Warum hat er da nicht einen Überball genommen? Ach, ab jetzt können wir das Potenzial von Pokémon sehen. Ja, das interessiert mich aber so recht wenig. Wesen hastig. Anpassung. Dachte schon, jetzt kommen keine Pokémon mehr. Alter, was ein hässliches Shiny, aber es ist Shiny! Aufnahme ist an, alles gut! Völlig random in Shiny reingerannt. Völlig random. Ich habe es nicht mal gecheckt, bis es da geglitzert hat. Alter, wir haben schon wieder ein Shiny gefangen. Shiny Weherba gefangen. Nein, nein, nein. Warum? Ich will es mir mal angucken. So, und was ist der Unterschied jetzt zwischen dir oder einem normalen? Die grünen Äste oder was? Meine Fresse, ich hab es nicht mal bemerkt, dass wir in Shiny reingerannt sind. Alter. Ich habe es wirklich nicht bemerkt, bis es angefangen hat zu glitzern auf einmal. Na toll. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich... Meine Fresse, ey. Das war geil, aber es war auch eklig. Es war geil und blöd. Na gut, 2x17 sind halt auch 34, 240 sollten wir haben und dann müsste es doch bald soweit sein. Boah, ey. Hat mich das gerade getriggert? Ich sehe nur Sterne. Ich wollte gerade in eine ganz andere Richtung gucken nach meinem Trinken. Auf einmal hat dieses Glitzer... Das macht ja mittlerweile dieses minimale Glitzergeräusch. Und es hat dann geglitzert. Ich so...
Wow! Reicht es eigentlich, wenn ich die Rückstoßschaden generell mache, oder muss ich die in einem Kampf haben? Möglich ist beides. Man weiß nie, was das Spiel von einem verlangt. So, einen Kampf kann ich noch hinkriegen. Würde gerne wieder auf den Kupfandi gehen. Wenn ich eins finde. Victory Schaufler könnte eklig werden. Achso. Auf einmal ist nichts mehr passiert. Ich dachte gerade Leck oder so. Ja. Lil Mimp. Nächstes Pokémon aus dem Pokédex, was gefehlt hat. Da ist er. Er macht einfach Explosion neben mir. Ja gut, ich habe jetzt viermal ihn besiegt. Jedes Mal 17, glaube ich. 34 pro Kampf. 68, 132. Wären es ja dann auf jeden Fall. Manchmal mache ich sogar drei Attacken bei ihm. Es könnte theoretisch reichen. Aber praktisch reicht es nicht. Alter, das ist der fünfte, sechste Shiny. Und ich bin immer noch geflasht davon. Es war auch total random. Los, Piranha Face. Theoretisch wollte ich seit 5 Minuten schon wieder unterwegs sein, aber ich habe heute SOL, das heißt zu Hause für 6 Stunden arbeiten machen. Yay. Typ Feuer. Was verfehlt? Frauenbonus oder was? Du kannst dir nicht verfehlen.
glaube, das wäre ein One-Shot geworden. Tatsache. Nur da unten, das ist braun und das ist grün bei dem Shiny. Das ist der Unterschied zwischen diesem Shiny. Ernsthaft? Ernsthaft? Nur das kleine dreckige Ding da unten? Ich muss ja sagen, von den Farben her habe ich natürlich alles andere als die geilsten Shinies. Die sind alle sehr schlicht gehalten. Den hätte ich gern als Shiny. Keine Ahnung, wie der aussieht. Wie kann denn die Attacke so oft verfehlen? Alter! Zweimal die Attacke vorbei. Falls irgendwas ist. Aber eigentlich wollte ich ja das ihm geben. Okay. So, das nächste Ei. Molly Morba. Ja. Ein bisschen zum Kotzen. Weil ich ja eigentlich Barschuft Also, ich habe jetzt gerade. Es gibt ja nur diese Entwicklungsreviews da aus Dingensbummens, aus Arceus. Und da ist es nicht so, dass man es in einen Kampf machen musste, sondern rausgeht, reingeht, zack, da hast du es. Da ist die Kleine! Flabibe! Sind immer weiblich. Diskriminierend. Dann sind die anderen Eier jetzt alle nur noch Flabebes. Ja, ist mir ja wurscht, aber. Matribi Schmibi. Doppeltes M. Der war Level 6. Flabibe.
Weil ich will eigentlich nicht mit Barschuft da unten jetzt nochmal in Zone 0. Ich will nicht nochmal in Zone 0. Diese Eier. Und dann gibt's Leute, die machen 90 Eier die ganze Zeit. Die kommen gar nicht mehr voran. Wow. Was ist denn das da für eine Apparatur überhaupt? Okay, an diesen Wänden kommt er nicht hoch, ja. Ist klar. An den steilsten Abhängen kommt er hoch. Und versagt an sowas. Wem will er das erzählen? Hey, wo geht's denn hier? Was ist das für eine Tür? Ach so, die Tür zur Pokémon-Liga war das. Magnetzone. Wir fallen tief. Aber diesmal sollten wir unten bleiben. Yay. Yeah. Ab jetzt funktioniert's. Guck mal, jetzt geht auch das hier. Nice. Das ist nice, oder? Nee. Shit. Was? Mann. Thank you.
Hier oben habe ich ihn tatsächlich noch nicht einmal gesehen bis jetzt. Ich weiß, wie ich diesen Barschuft entwickelt krieg. Das Ei war mich. Ich habe einen Hariyama gesehen. Arme Vieh, Level 1. Sollte ich auch noch einen zweiten hier oben finden, werde ich wieder rübergehen und dann im Tausch euch zeigen, dann wie ich diese Tauschnummer da machen und halt das dann da tauschen. Hat ja gestern auch auf dem ersten super geklappt. Jawohl, Eisenhand auch gefangen. Da hinten ist wieder der Weihnachtsmann. Und da habe ich noch einen Hariyama gesehen. Oh, okay. Diese Karte da unten. Ja, ist klar. Ernsthaft, so viel Brandschaden kriegt er. Wow! Heißt, heute Morgen in der Stunde, wo ich jetzt spielen wollte, habe ich 3 Eier gemacht und Eisenhand gefangen. Das heißt, also 4 neue. Für eine Stunde noch nette Marke wahrscheinlich, weil ich hier gerade dran bin. Finde ich, ist das ein gelungener Morgen. Vor allem, da ich jetzt 2 Eisenhands habe, noch einen tauschen kann tatsächlich. So, wo geht's hier hin?
Als ob ich's gewusst hätte. Habe ich aber nicht. Einfach mal runtergesprungen, da wartet ein Eisenfalter auf uns. Nice! Und wenn wir jetzt nämlich zwei Eisenfalter noch hinkriegen, dann kriegen wir nämlich noch zwei Stück gleich im Tausch. Das heißt für mich, dass ich dann noch dranbleiben muss. Aber ich habe maximal noch eine Viertelstunde oder so. Also Eisenfalter haben wir. Sagen wir noch 7 bis 10 Minuten kriege ich hin und dann ganz schnell weg. Feuergift. Wir sind nicht alle Unlicht, so wie ich es gedacht habe. Auch wenn er nach einer Maschine nach Unlicht aussieht. Eisendorn soll viel, viel tiefer drin sein. Aber wir müssen ja eh viel weiter rein, weil wir ja auch noch... Ne, Miraidon haben wir ja schon. Miraidon müssen wir gar nicht fangen. Ja. Aber mit den zwei Tauschdingern will ich auf jeden Fall machen. Seitdem wir finden jetzt auf die Schnelle noch einen dritten. Dann will ich auf jeden Fall die drei noch machen, egal was kommt. Heute ist eh großer Lerntag. Brrr. 600 Seiten. Müssen wir können. Bis Montag. Heute ist Freitag. Freitagmorgen. Nice, oder? Wie kleine Ärzte. Nur nicht so gut bezahlt. Der hat so schön geschimmert. Ich dachte, der wäre was Besonderes. Ich bin da ohnehin durchgeflogen. Ich dachte, das wären Fische im Wasser. Das sind Blumen. Alter. Diese Grafik manchmal. Ansatzspiel. Das ist ja PS1-Niveau. Manchmal kann ich die Kritik an diesem Spiel sehr gut verstehen. Ist das Ei verschwommen? Oder habe ich gerade Filz auf den Augen gehabt? Alter, ich stehe an der Kante der... Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber das ist ein Hariana. Eisenhand! Heißt nicht Ariyama. Eisige Hand! Hat er eben geglitzert? Noch eine Eisenhand. Das
Ja, das sah gerade so hell aus. Ich wollte gerade sagen, was ist das da hinten? Das ist der Sack vom Buttorgel. Noch ein Hariyama Mama. Eismann! Mit dem seine Entwicklung, ich weiß auch noch nicht. Halbe Stunde versucht, hat nicht geklappt. Ach, aus den kleinen Viechern wird das Riesenvieh, okay. Ja gut, Kaulquappe Frosch, da ist wahrscheinlich angelehnt. Macht Sinn! Nur die Proportionen sind halt ein bisschen... zu krass. Leuchtstein, Eisstein brauche ich, will man Shiny entwickeln. Also eins wenigstens. Wir wollten ja eh noch einen von denen tauschen irgendwann mal. Weil zweimal dasselbe ist uncool. Also, ich feiere es, dass ich es zweimal gekriegt habe, aber ich hätte schon gerne halt was anderes. So, jetzt sind wir hier irgendwo. Und so wie ich es verstanden habe, sollten hier auch L'Habitat Despota Entwicklung irgendwo rumschweben und was ist mit hier los? Ich dachte, wir hätten schon Miraidon. Jetzt verkämpfen wir wieder gegen Miraidon. Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Jetzt ist auch ein Pokéball dran, dann kann ich ja zweimal haben. Das würde ja bedeuten, ich kann ihn einmal tauschen. Das heißt ja, ich kann ihn in der Tauschgruppe gegen das andere Fried tauschen. Wenn ich zwei von denen habe. Oder... ich glaube... ich glaube, ich kann mit dem einen nicht kämpfen im Kampf, gell? Also ich werde nicht down gehen. Sollte es so sein, dass jetzt der Pharao auch Probleme hat, schmeiße ich den Meisterball. Und er hat nicht viel. Thank you.
Egal, schmeißen. Wen soll ich sonst damit beschmeißen, wenn ich ihn? Und nächster. Gibt's noch einen oder warum macht's hier immer noch Kra, Wa, Kra, Kra? Ich habe ich schon. Oh. Warum sind diese Dinger hier weg? Warum so viele? Irgendwann gibt es eine Invasion von denen. Ökologisches Gleichgewicht. Gibt es von den einen zu viele, gibt es ein Problem. Deswegen gibt es immer etwas, was diese Spezies fressen sollte, tatsächlich. Hört sich zwar böse an, aber... ist nicht so gemeint. Wofür sind eigentlich diese Terra-Stücke? Achso, hier zum Rüstung machen, glaube ich. Finde ich schön. Ende des Spiels, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Ich weiß nur, hier gibt es sehr viele Boothokels. Das heißt Eisen! Keine Ahnung was. Rucksack. Dumm Esel. Also... Kleinflieger kreuzt mir aber auch den Weg. So, ganz unten war nix. Wir sind auch schon wieder 2 Minuten über der Zeit. Will aber nochmal hier um die Ecke lunsen, ob vielleicht ja doch was da ist, was ich gerne hätte. Dann gehe ich auf Toilette und dann tauschen wir noch die drei und dann müsste ich eigentlich schon längst weg sein, aber so genau habe ich es heute mal mit der Uhr auch nicht. Hariyama!
Okay, dann sehen wir uns später. Ich kann hier unten die Online-Modus nicht nutzen, oder? Online-Modus ist gerade aus, aber ich glaube, das liegt an dem Bereich hier. Wenn wir hier unten so rumchillen. Ich bin jetzt wieder schneller da, als ich eigentlich wollte. Lag aber daran, dass es nicht vorangehen. Und wollte mich ein bisschen auskotzen. Ja, was ist. Was soll denn das? Nur weil ich jetzt hier unten im Schlund bin, kann ich jetzt nicht mehr Online-Modus aktivieren. Benutzen, tun, machen, was ich will damit. Boah. Dieser epische Ausweichmove. Das nicht geil war. Es war mindestens ein Like wert. Mindestens. Von jedem. Okay, ich merke schon. Das hat dann schon wieder komische Auszüge hier alles. Diese eklige Wand. Ich will einfach nur hier hin, weil man hier so schwer hinkommt. Wutanfall. Naja. Aber ich finde nichts. Hier war ich übrigens eben schon. Aber ich finde nichts mehr. Und mit dem Online-Modus regt mich auf. Nein, du bist in einem besonderen Bereich. Du kannst jetzt nicht. Ich sage nichts. Dieses hässliche. Da ist doch was! 7 Minuten über der Zeit! Und diese scheiß Dummiesel! Muss ich nochmal nachreichen. Scheiß Dummiesel! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da fehlt mir ja tatsächlich dann nur noch der eine, oder was? Eisenrad ist das hier. Eisenbündel ist... Motogel. Eisenhals. Eisenhals sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich schon. Eisenfalter haben wir. Eisendorn ist das Despota, das habe ich noch nicht. Und Eisenkrieger habe ich auch. Das ist nämlich hier der andere Spacken. Das ist ja mal schön. Ich habe nichts mehr, was kämpfen kann. So, Eisenrad auch gefangen. Fehlt da nur noch das Despota. Und so schwer kann das ja nicht sein, dass ich das krieg. Muss ja irgendwann kommen. Eisendoren. Da ist das nächste, da ist das nächste. Das will ich auch. Kann nämlich sein, dass ich erst nochmal rausgehe.
tauscht alles und dann nochmal wiederkommen und halt reinschneide, bis ich halt das andere Scheißvieh gefunden habe. Möglich ist es auf jeden Fall. Umso wichtiger wäre es natürlich, dass ich ihn auch fange. Ist einfach so, habe ich 3 Tausch-Pokémon, sind sie schon mal weg. Muss ich nur noch eins machen und glücklich bin ich dann. Hammer. Bodenstahl. Als ich hörte, Donphan gibt eine neue Form, hatte ich mich gefreut, dass Donphan auch endlich mal wieder im Fokus steht. Als ich dann das hier gesehen habe, war die Freude schnell vorbei. Spätestens in der Wüste, in der Brutzelwüste, wo wir den ersten Kampf gegen ihn hatten. Ärgert mich halt. Ich hätte schon gern noch Dingensbums hier das Despotar-Scheißdreck mitgenommen. Zeitersparnis. Dann hätte ich mich hier unten alles abgehakt. Wie so häufig gönnt das Spiel aber nicht. Kann man ja noch erfreut sein, dass es noch die 2 Dingens hier gegönnt hat. Der eine ist heller, aber das ist, glaube ich, die Entwicklung. Ich habe ja gesagt, Zeitnot habe ich keine. Jetzt so langsam kommt die Zeitnot, weil ich ja eigentlich einen Termin habe. Eigentlich. Wie kann man sagen? Ich warte halt auf die Leute warten auf mich, ne? Wichtigeres zu tun. Was haben sie denn gemacht? Ich war auf Pokémon-Jagd. Das Pokémon spawnt nur jetzt. Pichuha. Wie riesig diese Giraffe einfach ist. Ah, das mein Despota ärgert mich! Was ein Scheiß, Mann! Da hast du alles hier unten gefangen, außer dieses Drecks-Despota, oder was? Nein, nicht Picknick. Fick dich. Ja, ich muss eh noch mal komplett da rein. Dann können wir jetzt auch hier hinfliegen von mir aus. Das ist mir egal. Wir müssen ja... Ich muss sowieso reinschneiden, bis ich irgendwann mal so einen Despota finde. Oder 2 oder keine Ahnung. Was soll ich denn machen, wenn keins kommt?
Wenigstens können wir jetzt noch schnell die Nummern eingeben. Ach ja. Jetzt geht's. Es ist der Ort da unten gewesen. Wir machen als erstes 0382. Einer da. Jetzt wieder hoffen, dass er nicht auch die Rat nimmt. Nein. Mann. Blödkopf. Blödkopf. Hatte der gerade eine Entwicklung? War das gerade ein anderer? Okay. Weil da steht Eisenrad gegen Riesenzahn. Also passt doch. Ich dachte, das wäre die Entwicklung von dem. Okay. Aber warum sehen dann beide nach Don? Ach so. Ja. Vergangenheit und Zukunft, ist klar. Passt aber bei Eisenbündel und Brüllschweif dann nicht. Kilo. Mach's gut. Null 384. Also es hätte im ersten geklappt, ich war nur zu blöd. Ein Eisenkrieger, habe ich den eigentlich? Was habe ich ihn genommen? 4. Flatterhaar. Was ist ein Flatterhaar? Sagt mir nichts. Pilz? Okay. Achso, Flatterhammer oben drüber. Wutpilz. Tarpignon. Also er hat es richtig gemacht, ich habe es falsch gesagt. Finde ich aber gut, dass es dieses Nummern gibt. Dass die Leute direkt wissen, was ich will. Und dass es funktioniert. Und der Pokédex freut sich. Fungo Furioso. Spanier, das.
Ich weiß nicht, ob er die Mutter auch gleich tauscht. Deswegen gehe ich lieber auf die 6 rein. Ja. Die Zahl wurde immer länger, das hat mich verwirrt. Kriechflügel. Kriechflügel hat keine. So sitze ich jetzt die ganze Zeit und mach's eigentlich immer offline. Spannend, spannend. Okay, wenn auf der Nummer nichts kommt, dann gibt man halt die andere ein und das wäre die... Oh, da ist er. Was hatte ich? Wurde nicht angezeigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Achso, die ersten fünf werden immer nur angezeigt, stimmt. Motorus Blaus. So, dann danke ich euch. Drei neue wieder, die ich auf meine Edition nicht kriegen konnte. Deswegen die Tauscherei. Ich habe Eisendorn und zwei Stück fehlen. Das heißt, der Eisenkrieger fehlt mir auch noch. Wer auch immer der Eisenkrieger ist. Jetzt natürlich erstmal wieder die große Frage zum Abschluss. Welche Anzahl haben wir an Pokémon? Pokémon, komm, schnapp sie dir. Wir haben 83. Es fehlt. Ich glaube, als erstes kommt Xerox. Nee, als erstes kommt Knapfel. Knapfel, Azuglades, den machen wir aber noch. Nächste Folge oder so. Oder wir machen erst den zwei nochmal im Untergrund jetzt fertig. Wir machen erst den Untergrund fertig, dann Azuglades, dann hoffen wir, dass wir den hier kriegen. Vielleicht kann ich ja zwei Azuglades machen. Sind zwei. Der nächste, der fehlt, ist Mortipod, die Nummer 3. Und Xerox, die 4. Lashoking, die 5. Gladimperio, die 6. Hier zwei Stück. Ich nehme an, das ist Eisenkrieger und Donnersichel, weil nämlich Eisendorn ist nämlich hier. Andererseits, bei Eisendorn gibt es auch Sandfell. Irgendwas passt hier noch nicht. Ich habe irgendeinen, den ich noch nicht... Eisenkrieger... Wir können es ja eigentlich uns anschauen. Okay. Also Eisenkrieger,
Sehe ich hier nicht. Eisenkrieger fehlt uns, den müssen wir unten fangen. Eisendorn müssen wir fangen, sind zwei. Donnersichel sehe ich nicht, sind drei. Sandfeld sehe ich auch nicht, sind vier. Also geht es hier hinten auch noch, doch noch weiter, oder was? Gut, Eisenkrieger ist hier. Hier ist Karmesinvieh. Hier sind noch drei Plätze. Schauen wir mal. 15 Stück fehlen. So, hier teleportieren wir uns hin. Schlund von Paldea. Zone 0. Dann gehen wir hier drauf zum Portal. Haben zu schnell gedrückt und fliegen erstmal ins falsche Areal. Okay. Okay, ist halt so. Macht aber nichts. Man kann sich ja natürlich so auch teleportieren. Dann gehen wir in die 3. Von der 3 gehen wir raus. Und gucken erstmal, wo wir lang müssen. Da. Damit es schneller geht, nehmen wir das schöne Ding. Und geradeaus Richtung diesen Baum da. Ich muss mal gucken, wann es kommt. Hier. Dann gehen wir hier in diesen Mini-Teil. Kann man ganz schnell übersehen? Sollte man aber nicht. Man sollte sich natürlich auch seine Pokémon vorher heilen. Okay. Mann! Eisenhals, was machst du im Weg? Blöder Hals, du. Dann geht man in der Höhle hier immer weiter. Guckt hier links und rechts, ob man Shiny findet. Findet aber keins. Und sagt sich, scheiße. Diesmal ist nichts hier dabei. Und dann hat man normalerweise hier an der Stelle, wo dann Eisenkrieger oder Dingensbummens läuft. Jetzt natürlich Aufnahme ist an. Das Ding verarscht mich und kommt erstmal nicht. Alles klar. Aber es gibt einen Scharnierer. Okay. Ja. War jetzt nicht mein Ziel, hier hochzuspringen, sitzen, tun, zappeln. Da haben wir doch einen! Dann springt man hier runter und hat direkt einen vor der Fresse und weiß es noch nicht mal. Damit haben wir einen Eisenträger, wenn er drinnen bleibt, irgendwann mal. Das ist so ziemlich der schwerste hier, der ist nämlich nur in dieser einen Ecke hier zu finden. Und da hinten ist gerade der nächste. Nice! Wir haben gerade eine gute Ecke gefunden. Oder er wusste, dass er gesucht wird und ist schnell gekommen. Weiß ich jetzt nicht. Muss man mal sehen. Scheiße. Der Schwächste ist er nicht. Er macht ordentlich Schaden, ne? Wäre schön, wenn du im Ball bleibst. Aber er hat keinen Bock. Mann, nee.
Und ich dachte, ich schmeiß 2-3 Bälle und er würde drinnen bleiben. Aber nein, ich brauche 1000 Millionen Bälle. Meine Fresse. Mann! Dann regt man sich auf, dass er nicht drinne bleibt. Dann besiegt er sogar noch dein Pokémon, das ist schön. Da freue ich mich. Platzt mir schon wieder die Krawatte bei sowas? Und wenn man sich genügend aufgeregt hat, bleibt Eisenkrieger drinne. Nice. Hat man schon gesehen, heißt wir kriegen nur den halben Dokument, ist ja gleich der nächste gespawnt. Was ist da denn los? Erst kommt gar keiner, jetzt kommen sie alle nacheinander hier oder was? Keiner von beiden sieht anders aus. Also ist egal, wie wir nehmen. Brauchen wir ja noch einen zweiten zum Tauschen. Diesmal haben wir nur den Nachteil, ich habe nur noch 3 Minuten Zeit, weil ich muss die Kleine holen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gelernt. Bin nur in der Gegend rumgefahren heute. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt heute. Ich fahre gern Auto. Aber lieber wohin, nicht dumm durch die Gegend. Von Schule zu Fremdpraktikumsstelle, zu meiner Arbeit, zur Schule, zu meiner Arbeit. Da musste ich was holen. Weil die irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwas vergessen gehabt im Büro. Ich hab's vergessen, was die... Soll ich irgendwas holen? Dann wieder... zu meiner Arbeit und dann nach Hause. Und gebracht hat es mir 3 Seiten. Eine konnten sie nicht machen. Scheiße, jetzt habe ich das Vieh besiegt. Voll lauter Babbeln. Eine konnten sie nicht unterschreiben, weil da irgendwas gefehlt hat. Und zwischendurch noch aufgeregt. Pokéballkopf. Im Spiel kann ich mich heute nicht aufregen. Wir haben vorhin Miraidon gefangen. Wir haben bis auf ein Eisen irgendwas alle, glaube ich, jetzt gefangen von denen. Und er bleibt nicht drin. Irgendeiner fehlt noch. Ach, hier, das Despota, genau. Und ich bin mir unsicher, ob nicht noch irgendwas fehlt. Weil laut Pokédex ist es noch nicht alles gewesen. Ich muss mal in den Paldea-Dex gucken, was tatsächlich jetzt noch genau fehlt. Das mache ich aber nebenbei dann alles offline. Jetzt hier kommt ja erstmal das Drani mit Eisenkrieger. Die 10 Minuten jetzt hier oder was das hier jetzt wird. Und das werde ich aber irgendwo anhängen oder vorhängen. Und dann werde ich Barschwa vorbereiten, weil Barschwa braucht ja Level 15 bis 25. Ja, da kriegt er irgendeine Attacke. Das heißt, da werde ich so ein kleines Ei machen. Das Ei werden wir schlüpfen lassen. Und dann wahrscheinlich hier in der Gegend irgendwo 1-2 Kämpfe machen. Dann wird er ja 25 schon sein, dass er dann quasi Attacke kriegt und sich auch entwickelt.
Dann hätten wir nämlich die Entwicklung auch. Jetzt kriege ich langsam schlechte Laune. Weil er bleibt mich nicht drin. Mann! Ja, nee, ist klar! Nee, dann fliehen wir jetzt erstmal und ich fange offline. Also den zweiten fange ich offline, weil es mir gerade auf den Sack geht.